Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute meine Lieblings-Solo-Bunker-Base und die bauen wir folgendermaßen. Wir fangen an, wir brauchen nicht viele Blueprints dafür, eigentlich fast gar keine. Wir fangen ganz normal an. Erste Base könnt ihr direkt hier bauen, die ist sehr einfach, aber sehr, sehr sicher dafür. Wir fangen an mit dreieckigen Foundations. Wir brauchen nur dreieckigen Foundations. Ich stelle mal ganz kurz ein, dass ich direkt aus Stein baue. Das ist auf dem Bauserver einfacher, da muss ich nicht alles upgraden. Ihr upgradet natürlich alles auf Stein ab, sobald ihr das könnt. Und macht das so. Wir haben jetzt hier zwei niedrige gesetzt, zwei hohe Foundations. Jetzt hüpft ihr einmal hier drüber, setzt die auf den Boden, die niedrigen wieder. Das kann nicht passieren, auf den Boden setzen. Und so, baut einmal hier einen Kreis, baut dann hier hoch. So, jetzt müsst ihr gucken, wo euer Eingang ist und entfernt dann hier diese beiden Foundations. Die beiden kommen weg, die braucht ihr erstmal nicht, denn, das werdet ihr später sehen, da müssen wir einen Schlafsack legen. Werden wir dann einfach schon mal hier platzieren. So, jetzt bauen wir die ganze Base erstmal zu. Wir bauen hier schon mal eine Tür rein. Hier kommt ein Fenster hin. Halbe Wand hier hin, hier hin. So, jetzt setzen wir die ganze Base. Das sieht nämlich jetzt schon mal so aus. So ein Stern. Jetzt bauen wir die ganzen Ecken vom Stern schon mal zu. Hier und hier. Hier bauen wir noch einen Eingang rein. Setzt die Tür direkt rein, dann kann keiner mehr da durch. Auch noch einen Eingang. Hier wird einfach zugemacht. Einfach die Base zubauen. So, jetzt haben wir hier wieder dieses Stern oder dieses Sternsymbol. Wenn ihr das habt, könnt ihr anfangen, den Bunker zu bauen. Das ist nämlich das Besondere an der Base. Die hat einen Bunker. Den sieht man nicht. Nur wenn man halt hier in diesem Schlafsack respawnt, dann sieht man erst den Bunker. Und das zeige ich euch mal. Ihr müsst nämlich hier beim Eingang links daneben eine Mauer setzen. Eine halbe Steinmauer. Die bleibt aus Stein. Ich würde das auch nicht upgraden, das macht keinen Sinn. Dann setzt ihr hier oben die Dreiecke hin. Ihr könnt die Dreiecke erst setzen, wenn ihr diese Mauer hier habt. Dann fangt ihr nämlich an, hier dran zu setzen, an der Tür. Geht einmal rum. Zack. Und ihr werdet merken, Scheiße, die kann ich jetzt nicht mehr weiterbauen. Wenn ihr an dem Punkt angelangt seid, holt ihr euch Kisten und setzt eure Bunkerkisten hier unten in euren Bunker rein. Einmal hier hin, eine hier hin. Oh, die hat nicht gesetzt, die eine. Also eine hier hin. Eine hier und noch einmal. Klappt jetzt. Eine hier hin. So, das sind die Kisten. Da packt ihr euren wichtigsten Loot rein. Sowas wie Schwarzpulver, seltene Waffen, die ihr noch nicht gelernt habt, gute Rüstung, den ganzen Kram, den ihr auf jeden Fall noch beschützen wollt. Nämlich, falls ihr geradet werdet, sehen die Gegner das nicht, weil das hier zu ist. Um das zuzumachen, müsst ihr hier eine billige Holzwand setzen. Nie upgraden. Diese Wand wird nie abgegradet. Die wird immer aus billigem Holz bleiben. Und wenn ihr hier runter unten spawnt, schlagt ihr die kaputt. Die beiden Plattformen, die ich jetzt hier setze, die zack, hier, die upgradet ihr auch ab. Sobald ihr dann hier nämlich dieses Ding abhackt, seht ihr, fallen zusammen und man kann runter in den Bunker. Aber auch nur, wenn man schon hier unten drin ist. Deswegen billige Holzwand hier hin. Immer hier zu, schön zumachen und fertig. So, wir bauen erstmal das Design weiter. Wir setzen hier zwei Mauern. Graden ab. Ich stelle mal wieder auf Stein um. So, jetzt habt ihr natürlich, entweder habt ihr schon eine Leiter oder ihr könnt sogar schon eine Dachluke bauen. Dann macht ihr schon mal die Dachluke ready oder ihr setzt einfach einen Ofen oder eine Leiter hier hin. Ich nehme jetzt mal den Ofen, weil den kann jeder von Anfang an bauen. Dann macht ihr das Ganze hier zu. Das lasst ihr frei. Hier macht ihr zu. Setzt hier oben einen Rahmen rein. So. Jetzt haben wir die erste Etage schon fertig. Hier kommt auch ein Rahmen rein. Dann macht ihr hier mit den Wänden weiter. Einfach den Stern wieder nachbauen. Immer die Ecken. Hier nicht. Das gehört nicht dazu. Das ist nur der Eingangsbereich. Das kann da bleiben. Einfach so zubauen. Ja. Jetzt haben wir den Bereich auch schon mal gebaut. Ihr könnt jetzt oder baut das am besten so schnell wie möglich. Hier fest, ja. Kacke. So. Ihr müsst jetzt den TC setzen, damit keiner euch... Ey, warum hänge ich denn jetzt hier fest? So. Damit keiner euch jetzt hier die Wand zubaut oder sowas. Dafür baut ihr erstmal hier hinten die Wand zu, gradet die auf Metall ab, baut die, gradet die auch auf Metall ab. Das gleiche macht ihr hier mit diesem Boden. Mit dieser Wand. Das habt ihr jetzt schon mal aus Metall. Jetzt nehmt ihr den TC und setzt den hier rechts an die Wand. Also, dass der nicht so gerade steht, sondern dass der so nach hier vorne in die Ecke guckt. So, so ist gut. So, dann holt ihr euch ein Regal. Guckt, dass das Regal
mit der rechten Ecke hier in die Ecke guckt, könnt man das auch so platzieren. So, dann nehmt ihr euch Kisten. Seht ihr schon mal hier. Dann könnt ihr schon mal Loot, den ihr dabei habt, hier rein platzieren. Hüpft einmal hier hoch. Setzt die anderen Kisten. Zack, habt ihr hier schon mal 4 Kisten, wo ihr etwas unwichtigeren Loot reinpackt, den man am Anfang nicht direkt braucht. So, jetzt bauen wir hierzu. Ihr macht das folgendermaßen. Ich baue mal, wie ihr bauen würdet. Holz, Holz. Dann grattet ihr das direkt auf Blech ab. Genau das gleiche machen wir hier mit der Decke. Komme ich an die Decke dran? Ja. Im Rahmen. Einfach das, was schon mal hier auf Blech ist. Auch. Hier könnt ihr, das sind hier die beiden Flächen, die wieder zusammenfallen, wenn ihr dieses hier kaputt hackt. Aber gradet die trotzdem auf Blech ab. Blech abzugraden kostet nur 50 Metallsplitter. Bei Dächern, wie ihr hier seht, nur 50. Das kostet also nicht viel. Macht das einfach, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wir bauen jetzt wieder hier oben weiter. Hier wieder alle Ecken zumachen. Und dann wieder. Oh, das war falsch. Kein hochwertiges. Ihr gradet nie auf hochwertiges ab. Immer nur Blech. Hochwertiges ist erstens für euch als Solospieler etwas zu teuer. Und das macht eure Base auch zu attraktiv für Raider. Ihr wollt als Solospieler nie auffallen. Ihr wollt immer ein bisschen versteckter spielen, so dass ihr nicht so interessant aussieht. So. Hier weiter. Hier alles zu. Und upgraden. Ist der Grundriss von der Base schon mal fertig. Hier setzt ihr Öfen rein. Baut ihr das hier mit dem Fenster zu. Kannst du noch drehen, dass das nach außen schaut. Jetzt könnt ihr nämlich hier noch ein Fenster reinsetzen. Und immer wenn ihr an die Öfen müsst oder wenn ihr schlafen geht und die Base über Nacht alleine ist, nehmt ihr das, packt ihr das Fenster da rein. Und ja, so sind die auch noch geschützt, die Öfen. Die Werkbank. Die Werkbank kommt hier direkt neben die Luke. Zack. Dahin. Das. Dahin. Könnt ihr eine Kiste drunter machen. Wie auch vorhin könnt ihr hier in der Zeit, wo ihr noch nicht eine noch keine Dachluke oder eine Leiter habt, einfach einen Ofen hinsetzen. Da könnt ihr einfach mal hier hoch drauf, hier rüber, wie hier am Anfang schon gezeigt. So. Dann graden wir hier weiter ab. Wir graden jetzt hier auf Hochwertiges ab und das graden wieder auf Metall ab. Hochwertiges wird, das wird auf Hochwertiges abgegradet, damit das hier nicht kaputt geht. Kaputt geht, falls die Raider hier mit Blech alles zerschießen. So, das ist auch das Einzige, was ihr hier als Blech macht, nämlich nur diesen inneren Kern. Der wird aus Blech, alles andere wird aus Stein, bis auf die Foundations. Das ist jetzt der einzige Unterschied. Die dreieckigen Foundations, diese Spitzen, die nach außen gucken, die gradet ihr auch auf hochwertiges Metall ab. Ihr geht einfach hier rum, gradet also IQ ab, zack. So, jetzt haben wir alles. Hier vorne könnt ihr auch noch ein Fenster reinsetzen, habe ich schon vergessen. Hoch auf, dann hüpft ihr hier hoch. Hier oben könnt ihr jetzt auch noch was setzen. Einmal ein Dreieck nochmal, nochmal aus Stein und dann könnt ihr hier oben eine Kiste noch draufsetzen, wo ihr schnell Sachen droppen könnt. Wie Loot. Kann er die jetzt bauen oder hat er jetzt keinen Bock? Dahin und das Ganze nochmal hier. Hier unten die Kiste. Könnt ihr nämlich schnell, wenn ihr schnell mal raus müsst, wieder. Alles schnell droppen, zack, zack, und dann wieder rausrennen. So, verliert ihr nicht viel Zeit, weil ihr nicht bis in die Mitte gehen müsst. Dann könnt ihr hier noch, wenn ihr so, schon eine habt, eine Shotgun-Falle setzen. Am besten so weit wie oben wie möglich. Dann werden mögliche Door-Raider direkt von der Shotgun-Falle mit einem Kopfschuss getötet. Ja, ist, glaube ich, ganz gut. Und ja, wenn ihr könnt, könnt ihr auch dann schon die nächste Tür hier setzen. Zack, hier und hier. So habt ihr jede Menge Platz. Wenn ihr dann schon so weit seid, könnt ihr auch schon eure Dachluken setzen. Dann macht ihr einfach die Öfen hier weg und setzt Dachluken hier rein. Das ist wesentlich einfacher. Dann könnt ihr die einfach öffnen. Dazu sind die noch sicherer. Hier. Den Ofen machen wir auch weg. Zack. Wichtig hier bei der Dachluke ist jetzt, die Dachluke so zu setzen, dass wenn die auf ist, die Tür blockiert. Ihr könnt die zum Beispiel die Dachluke über Nacht auflassen. Dann können Door Raider oder müssen Door Raider, die durch die Tür kommen, nachdem sie diese Tür zerschossen haben, auch noch die Dachluke zerschießen, weil die müssen kommen hier nicht durch. Falls die nämlich hier durch direkt wollen, müssen die mehr Raketen verschwenden für die Dachluke. Wir gehen hoch und setzen die nächste Dachluke. Muss noch ein Rahmen rein. Den Rahmen natürlich auch auf Blech.
So. Mit hier hoch. Zack. Hier wird eine Doppeltür reingebaut. Vorher noch die Ecken hier zumachen. Zack. Wollte ich nicht. Ich stelle mal auf Stein und dann geht es schneller. Dann baut ihr hier die Ecken noch zu schnell. Dann ist das Grundgerüst von der Base schon mal fertig. Hier oben könnt ihr noch ein Doppeltür reinhauen oder ein Garagentor später. Das ist noch ein bisschen sicherer. Aber vorerst erstmal das. So, dann könnt ihr hier rein. Jetzt zeige ich euch nochmal genau, wie der Bunker funktioniert. Ihr würdet euch ja normalerweise über F1 Kill töten. Wenn ihr euch dann tötet, dann könnt ihr diesen Schlafsack hier unten auswählen. Den habe ich jetzt in dem Fall mal unten genannt. Unten, damit ihr wisst, okay, das ist der Schlafsack unten bei mir im Bunker. Wenn ihr jetzt hier unten spawnen würdet, hättet ihr nur eine Fackel oder einen Stein. Das ist kein Problem. Nehmt einfach den Stein und schlagt die Wand hier ab. Wenn ihr die Wand abschlagt, brechen wieder hier diese beiden Foundations. Hier die beiden gehen wieder kaputt. Dann könnt ihr einfach den wichtigen Loot, den ihr jetzt gerade im Moment nicht braucht und nur schützen wollt, aus den Kisten holen, hier unten reinpacken, das hier unten rein, zack, dann ihr das schon fertig. Wenn ihr hier unten fertig seid, baut ihr das Ganze wieder zu, aber nicht aus Stein wie ich, sondern aus billigem Holz. Wie gesagt, das muss immer aus billigem Holz sein. Das mit 10 HP niemals was anderes bauen, sonst habt ihr nämlich ein Problem, weil das kriegt ihr nicht so einfach kaputt. Dann müsst ihr da mit einer Spitzhacke dran oder mit Sprengstoff und das ist immer scheiße. Deshalb einfach immer auf Holz lassen. Niemals upgraden, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, das Ganze machen wir jetzt wieder zu. Ihr gradet das einfach auf Metall ab, kostet ja noch 50, deswegen gradet es einfach auf Metall ab. Ja, ihr seht, hier ist jetzt eine ziemlich offene Stelle, da könnte man, wenn man davon ausgeht, dass hier unten ein Bunker drin ist, denken, warum steht hier nichts? Ihr macht das einfach folgendermaßen, ihr baut euch einen Schlafsack, ihr baut euch eine kleine Kiste oder sowas und setzt dann einfach hier Schlafsack, zwei Kisten rein, packt da irgendwas rein. Dann sieht das nämlich nicht so aus, als ob hier gar nichts ist. Und falls ihr dann wieder hier runter wollt, dann sammelt ihr die Sachen einfach schnell auf, bringt euch um, spawnt hier unten, macht das kaputt, die beiden Dinger gehen wieder kaputt und fertig. Wenn ihr dann schlafen geht, setzt ihr wieder den Schlafsack da drüber, die Kisten, befüllt ihn ein bisschen mit irgendwelchem Kram, fertig ist das. Ein wichtiger Punkt ist noch, ihr setzt kein Schloss auf den Schrank. Das macht keinen Sinn, wenn der TC nämlich zerstört wird. Kann es sein, dass die hier zufällig noch irgendwas anderes mit kaputt machen. Deswegen lasst den Schrank einfach so. Der muss nicht kaputt gemacht werden. So können die Raider einfach den Schrank leeren, ziehen wieder durch. Ihr könnt reinkommen, den Schrank befüllen, alles zumachen. Fertig ist der Saft. Wenn ihr jetzt geradet wurdet mit der Base, ist es sehr wahrscheinlich, dass hier unten natürlich nicht geradet wurde, weil hier keiner weiß, dass man hier runter kann. Deswegen ist es ganz wichtig bei der Base, baut die nur so wie ich. Baut keine extra Türen ein, baut keine extra Dachluken ein. Baut die nur so. Das Einzige, was ihr noch machen könnt, ist, ihr könnt eine Dachluke, ein Garagentor hier noch hinsetzen. Dann setzt ihr das, gradet das Ganze auch noch auf Blech ab, baut euch eine Dachluke. Ein Garagentor. Das kann man nicht direkt placen, dann müsst ihr vielleicht nochmal das hier wegnehmen und dann könnt ihr das Garagentor setzen. Nee, Werkbank ist auch im Weg. Zack. Setzt sie so. So. Dann könnt ihr die Werkbank wieder nehmen. Die habe ich natürlich jetzt komplett gelöscht. Na toll. Wo ist sie? Hier. Da, Forschungstisch brauchen wir nochmal. Und auch, was war das nochmal? Eine Kiste. Die Werkbank. Ihr könnt das Ganze dann jetzt wieder aufmachen. Die Werkbank jetzt wieder wie vorher platzieren. Hier hin. Zack, erst den Forschungstisch hier hin. Dann die Kiste drunter. So, habt ihr hier oben drei Öfen. Könnt hier noch einen Ofen in die Ecke stellen, wenn ihr das wollt. Das wird dann halt immer nur enger. Je mehr ihr reinpackt, desto enger wird es. Deswegen müsst ihr selber überlegen, ist es euch das wert, hier noch einen Ofen hinzusetzen, wenn der euch vielleicht ein bisschen blockiert. Aber es geht. Er blockiert einen leicht. Müsst ihr selber entscheiden, ob ihr da noch den Ofen reinpacken wollt oder nicht. Ja. So. Wir haben ja hier den Mittelgang. Hier geht es nach oben. Als Solo-Spieler würde ich die Base einfach so lassen, gar nichts anderes dann ändern. Hier könnt ihr auch noch eine Shotgun-Falle hinsetzen. Mein Sicher ist sicher. Einfach eine hier oben in die Ecke, dass sie hier drauf guckt. Guckt immer da, wo der Pfeil ist, der rote. Da schießt die Shotgun-Falle hin. Guckt, dass er immer in die richtige Richtung guckt. So. Falls Leute hier oben durchkommen, werden die von der Shotgun-Falle abgeknallt.
Und das war's auch schon mit der Base. Ich finde, die sieht eigentlich ganz schön aus, wie so ein Stern. Ich nenne einfach Sternbunker. Und ja, wir gehen einmal nochmal das Ganze durch. Wir starten hier vorne. Hier ist der Eingang. Erste Tür. Dropkisten, Fenster, Shotgunfalle, noch eine Kiste. Foundations, wie gesagt, auf High Quality upgraden, aber sonst nichts. Nur die Foundations, die ich euch gezeigt habe, auf High Quality upgraden. Der Rest auf Stein oder auf Blech. Aber auch nur das auf Blech, was ich abgegradet habe, und auch nur das auf Stein, was ich abgegradet habe. So, dazu hier eine Kiste, Werkbank und Forschungstisch. Ihr könnt natürlich, wenn ihr eine Werkbank 3 habt und die nicht wollt, dass die geklaut wird, wenn ihr geradet werdet, sammelt ihr die einfach auf, dann ist sie in eurem Inventar. Dann bringt ihr euch wieder um, spawnt unten, macht hier die Decke wieder auf mit dem Teil hier, tut die Werkbank 3 nach unten und so ist die erstmal sicher. Wenn ihr die Werkbank 3 aber wegpackt, dann packt eine andere Werkbank dahin, weil vielleicht könnt ihr sich denken, ihr wollt ja auf gar keinen Fall, dass ihr auf Gedanken kommt, ist hier was drunter. Ihr wollt, dass das auf gar keinen Fall geradet wird. Falls ihr jemand bis hier unten reingeht, euren TC aufsammelt und alle Kisten, wollt ihr trotzdem, dass die wichtigsten Sachen hier unten drin gesichert bleiben. Und dass davon keiner was erfährt. Ihr dürft natürlich auch nicht zu lange offline bleiben, weil wenn der TC komplett geleert wird, dann zerfällt er natürlich. Und nach einer gewissen Zeit zerfällt auch das Blech hier. Das dauert zwar eine gewisse Zeit, aber geht das Risiko nicht ein. Kommt einfach relativ schnell wieder online, wenn ihr könnt. Fertig ist das Ganze. Ja, wir gucken nochmal, was das Ganze kostet. Ist es nicht teuer? 14 High-Qual, 1700 Stein, 1000 Metallsplitter und 8 Holz. Holz weiß ich jetzt gar nicht wo oder warum. Holz, habe ich irgendwas vergessen hier? Ach nee, klar. Hier wegen dieser Wand, wegen dieser kleinen Wald, die kostet ein bisschen Holz. Ganz einfach. Ja, und das war's auch schon mit der Base. Das Ganze sieht so aus, ich finde die ganz cool. Die ist sehr praktisch, die ist nicht klein, die kann man auch gut in den Wald bauen, da fällt die sowieso nicht auf. Und ja, ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat und euch die Base gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn die euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da, wie ihr wollt. Ich bin heute Abend live auf Twitch wieder, ein bisschen Rust-Stream. Wenn ihr Bock habt, kommt einfach rein. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung zu meinem Twitch-Kanal. Und sonst kann ich nur sagen, reinhauen.